Ja, guten Morgen. Mein Name ist Sulinder. Ich habe hier ein Flyer mit einem Gewinn bekommen bei Postkasten, ja? Ja. Ja? Was haben wir gewonnen? Sagen Sie mir erstmal Ihren Glückscode. Noch einmal bitte, was machen? Ihren Glückscode mir einmal verraten. Hier steht Geschenkcode, den geben. Ja. Ja, Gockel. Ja. Lokomotiv. Ja. Den U Ü. mit den Punkten. Ja, ein Ü. Ja, Ja. ich krieg den nicht aussprechen. Und dann Alles gut. 6639. 2,9, ja? Ja? Okay. Dann schauen wir mal. Wie war jetzt Ihr Nachname? Zylinder? Können Sie mir den einmal langsam buchstabieren? Was machen? Buchstabieren, also einfach Meinen Name? Buchstaben. Ja? Schwein? Ja? Uhu? Uhu, ja? Ja, Leguan? Ja? Indische Bergziege? Ja. Dann Nesthocker, wie die Rainer. Ja. Dachs. Warten Sie mal ganz kurz. So, ein Dachs, ja. Adler Ja. und der Rotkehlchen, right? Ja. Zylinder. Solinder. Ja. Okay, dann haben wir das. Herr Solinder, Sie gehören tatsächlich zu den Glücklichen, die einen Gutschein von Trenntours Touristik im Wert von 300 Euro gewonnen haben. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Viele Danke schon. Vielen sehr, sehr, mir sehr freuen, ja? Ja, Sie Okay. dürfen sich dort selbst aussuchen, wann, wie, mit wem und auch wohin Sie reisen möchten und bekommen dann bis zu 300 Euro auf den Reisewert gutgeschrieben. Oh, Na, so das. für, also für Hotel, ja? Für Hotel? Genau, Oh, genau. wunderbar. So, damit ich den natürlich auch zu Ihnen senden kann per Post, brauche ich Ja? natürlich noch Ihren Vornamen. Ja? Mein Vorname ist Padarantikom. Können Sie mir den auch noch mal buchstabieren? No, okay, ich der probieren. Also ist, wie sagen wir, Perlhuhn. Ja. Elster, den Vogel, ja, Elster, ich der immer Ja. mit Tieren machen, weil die Tieren, die sehr, Ja. sehr nah bei meinem Herzen. Alles gut. Ja, dann ein Rettich. Ja. Das keine Tieren, aber mir keine Tieren mit den R einfallen. Und dann Ein das, Rabe zum Beispiel. denn wer? Ein Rabe. So meine Chef heißen, das keine Vor-Tieren-Namen. Rabe doch. Ja? Das sind die schwarzen Vögel. Das Die kein, schwarzen, etwas größeren Vögel. meine Nachbarn immer Kra sagen zu die Vogel? Kra? Krahen? Kraher? Egal. Ja, Genau. Das ist der gleiche. als nächstes kommt Kobold. Kobold? Hat auch Mit keine C? Tiere. Nee, Kobold. Kobold, Mit K nicht also. Kobalt. Ja? Bin keine Chemiker, okay? Okay. No. Aber wir können, ich kann ja auch probieren mit Chemikalien machen. Wir können Oh, probieren, das ist. nee, lieber nicht. Oh. Der nächste ist Otter, also wie die Otter. Ja. Wir zu Hause zwei Stück haben bei der Garden, ja? Otter. Schön. Nein, die sehr immer schreien. Der immer schreien. Naja, Dann gut. Das ist kommt nicht so schön. ein Vogel. Ein Vogel, ja. Und zwar der Habicht. Habe ich, ja. Also Vogel und dann Habicht. Ja. Dann Uhu, wie den Uhu. Ja. Ja. Dann Hahn wie die Hühnchen. Also. Ja. Okay. Dann wir ein Katze nehmen. Ja. Eine, wie sagt bei Deutschland, Emil sagen. Emil, ja. Ja. Und ein, den Buchstaben bei Deutschland gar nicht gegeben, aber Menschen meistens ein, wie schreiben, ein Strich nach oben, eine Strich nach unten, Ja. denn, Ein A. Bench, nein, denn, wenn wir so eine Kreuzung machen, ja? Ein F. Nee, 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 der, wo die denn, wie heißt der, denn, Jesus Ein dranhängen. SZ. Ein Oh. SZ.
den ich aussprechen, aber bestimmt richtig. Können Sie noch einmal gelesen, bitte? Das wir nicht falsch Ja. machen. Okay. Ein P, ein E, ja, ein R, ja, ein K, ja, ein O, ja, ein V, ja, ein H, ja, ein U, ja, ein H, ja, ein K, mhm, ein E, ja, und ein SZ. Das ist sehr gut. Das indische Name, ja? India. Ja. Der Kov. Perkovukek. Okay. Das ist indische Name und bedeutet der Mann, der einen Kuh tragen. Das ist schön. So. Ja, weil bei India den Kuh, den deinen sehr heiligen Tieren, und das ist so wie wenn meinen Chef mir sagen, bei Deutschland vielen Menschen Gottfried heißen, und so ist den Name von Gott ein Ehre geben, und so wir machen mit die heilige Kuh. Okay? Ja, genau. Okay. Ja? So. Herr Solinder, einmal noch Ihre Telefonnummer. Ja, und das ist 040? Ja. Ja. 753? Ja. 2935. So, also 040. Hamburg. 75. Ja. Reeperbahn. Sie kennen Reeperbahn? Ja, ich war schon selbst da. Ja, das ist sehr gut, aber nach Corona nicht mehr so gut. Nee, es war lange vor Corona. Ja, aber ja. Sie junge Frau. Ja. Ja. Kann man so sagen. Ja. Ja, also 753-2935. Und ein 5, genau, richtig. Okay. So, einmal Ihre Postleitzahl braucht man ja noch nicht. Ihre Straße. Ja, das ist Kai-Uwe Meier, Ring 16. 16, ja, dann schauen wir mal. Hab er noch nicht gefunden. Warten Sie. Was soll ich machen? Einfach nur kurz warten. Okay. Wird denn diese Terminierung wird er viel Zeit brauchen, weil muss ich bald bei die Arbeit fahren? 4 Wochen circa. Nein, wir meine bei Sie anrufen. Lang gebrochen. So. Wie war Ihre Straße nochmal? Kai-Uwe Meier, Ring 16. Das ist der Neubaugebieten bei Hamburg-Otterdorf, okay? Kai mit A und I oder E und Y? Wer? Wie wird denn Ihre Straße geschrieben? Mit AI? Also wir schreiben vorne mit Kobold. Ja. Adler. Dann der, wie heißt das? Y? Genau. Dann ein Minus Verbindungsstrich schreiben. Ja, ja. Dann Uhu. Ja. Wachten. Was macht denn? Wachtel, ja. Wachtel, wie der Vogel ja, mit die ja. Wachteleier. Und dann ja. kommt der Eber, wie die Wildschwein, der Eber, okay. Ja, ich ja. mir seine Tiernamen alle merken. Dann ein Bindungsschreiben, also eine Verbindung ja. machen. Und dann Merkel, wie der Angela Merkel. Ja. Dann die Eber. Ja. Dann wieder den Buchstabe, was kann ich nicht aussprechen. Y. Und dann wieder die Eber. Ja. Und dann wieder den Rotkelken. Ja. Und dann neue Wort. Ja. Ring, wie Herr von die Ringen oder der Film Ring. Ja. Okay. Und dann 16. 1 Sekt. Soll ich da Zahlen buchstabieren? So, jetzt müsste ich es, glaube ich, finden. Warten Sie ganz kurz. Sie bei mir nach Hause kommen? Nicht ganz. Okay. So, Ihre Postleitzahl ist 204? Nein, Postleitzahl immer 5 Dinger haben, okay? Sie genau. Welche Sie schreiben bei Firma? Genau. Das war ein Fragen. Sie genau bei meiner sagen. Was soll ich jetzt machen? Mir die Postleitzahl sagen. Ach so. 20? Ja. 910.
910. So, dann schauen wir noch mal. Ich finde Ihre Adresse nicht. Jeder Mal, weil wir bei bei 2 Monaten, wir Strom, Electricity Anmeldung machen, denn auch nicht finden, weil neu bei Deutschland sage man Neubaugebiet, ja. Wir neue Straße, neue Boden, neue Laufwegen, neue Haus bauen und manche ja. Kataster nicht finden. Das ist okay. Das große Problem. Ist Google nicht ja. gute Arbeit machen? Ja. Ganz kleinen Moment zu Herr Solinder, ja? Ja. Ich bin sofort wieder da. Okay. So, Herr Solinder, jetzt ja. bin ich wieder da. So, einmal Ihr Geburtsdatum noch. Ja, 5. April. Ja. 1981, okay. 1, ja. Okay. Ist gut? Also, ja. Ja. So, wie gesagt, circa 4 Wochen braucht der Gutschein, dass der bei Ihnen ist. Okay. Und Herr Solinder, Solinder, ja. Sie haben auch jetzt noch die Möglichkeit, sich die Vorteile von Profit und Rente zu sichern. Das freut mich für Sie, denn Herr Zulinder, damit haben Sie ab dem 15. Mai die Chance auf eine Rentenmillion. So auf nochmal was? Verschuldigung, nicht verstanden. Was bekommen? Auf eine Rentenmillion. Was haben bedeutet? Sie die Chance. Was bedeutet? Das erkläre ich Ihnen. Okay, pardon. Dort findet an jedem Tag eine Ziehung des Rentenjackpots statt. Sie und nur 99 weitere sind in dieser kleinen Gewinngemeinschaft täglich gleich mit 100 Tippreihen am Start. Das sind 3000 Gewinnchancen im Monat auf die Millionenrente. Zusätzlich erhalten Sie auch noch einen persönlichen Tipp und den dürfen Sie selbst bestimmen. So haben Sie jeden Samstag auch die Chance, den Jackpot im Alleingang zu knacken. Ja. Und im Gewinnfall Jackpot? Erhalten Sie, genau. Wovon? Und von einer, für ein Rentenmillion. Ich weiß, mir sehr, sehr, sehr viele Male entschuldigen, wenn ich nicht weiß, was die Worte bedeuten, bitte. Ja. Ja? Kein Problem. So, und da haben Sie, wie gesagt, die 3000 Gewinnchancen im Monat auf den Gewinn. Und zusätzlich erhalten Sie auch noch einen persönlichen Tipp. Den dürfen Sie sich selbst aussuchen. Und so haben Sie jeden Samstag auch die Chance, den Jackpot im Alleingang zu knacken. Das heißt, Sie können den auch alleine abräumen. Und im Gewinnfall erhalten Sie einen Sofortgewinn in Höhe von 40.000 Euro. Oh! So. Die gewonnen? Sie können dort mitspielen. Spielen? Genau. Ja? Meine Sohn, ja? Wie? Hallo? Ja? Ja? Wie Ihr Sohn? Herr spielen? Solinder? Spielen? Play? Ja, Sie spielen in einer Gemeinschaft. Bei einer Gruppe drinnen, ja? Genau. Ja, meine Sohn bei Schmetterlinge Gruppe drinnen, ja? Im Kindergarten? Ja, ja, ja. Okay. Herr Solinder, Sie haben dann mit Ihrem persönlichen 7 Glückszahlen auch jeden Samstag die Chance auf Kleingewinne. Okay. Von 50 bis 10.000 Euro. Ja. Denn bereits mit 2 richtigen und der Zusatzzahl gewinnen Sie schon 50 Euro. 2? Genau, meint 2 richtig. Vielleicht zwei bei weil ihr nicht so gut Deutsch lesen, nicht so gut Deutsch schreiben, vielleicht wir bei Anmeldung, man sagen Anmeldung, ja? Anmeldung? Ja. Vielleicht wir einen Fehler machen, weil wir haben 3 Stück. Okay. Soll ich Sie die Namen geben? Wie jetzt? Jetzt bin ich raus. Wie meinen Sie das? Sie sagen 2 Stück, wir aber 3 Stück haben. Der andere kann daheim bleiben. Ja, warten Sie ganz kurz. Ja, danke schon.
Ich möchte Ihnen ja jetzt noch was vorstellen, ja, Herr Solinder? Ja. Dann Was für eine? vorlesen, ja? Aus dem Kopf. Noch einmal. Aus meinem Kopf. Was Sie Schmerzen haben? Nein. Herr Solinder, Ja? Sie haben ja jetzt den Gutschein gewonnen, ja, Ja, beim ja. Centurstory. Ja, für Hotel, ja? Hotel? Genau. Und wie viele Personen? Den. Das kommt auch an, wie viel Sie mitnehmen wollen. Und da werden dann 300 Euro auf den Reisewert gutgeschrieben. Also Sie können bis zu 300 Euro sparen. Ja? Discount, ja? Wie sagen wir bei Genau. Rabatt, Rabatt, ja? Genau, Okay, genau. Rabatt, den Hauptstadt von Marokko. Oh, So. kann man da auch hinfahren? Das suchen Sie sich ja selber aus. Also ich kann Wie gesagt. aber von die Firma überall ein Hotel haben? Genau. Bei den Land? Okay, drinnen sehr gut. Aber Ich nicht, schicke Ihnen ja? per Post zu, ja? Können wir E-Mail machen? Weil Postmann, weil neue Straße ist wie bei Ihren Computer drinnen. Postmann neue Straße nicht finden. Habe ich hiermit reingeschrieben, dass die Adresse in einem Neubaugebiet liegt? Oh, der dann weisen, ja? Er dann Ja? finden. Okay. Okay. Wie gesagt, wir schicken den zu und ich wünsche Ihnen dann viel Spaß damit Das ist und noch. sehr, sehr viel freundlich von Ihnen. Ich muss mich sehr herzlich bedanken, ja? Okay. Schönen Tag dann noch. Bleiben Sie gesund. Und was war jetzt mit den Anmeldungen von meinen Kindern? Nein, das nicht mit Ihren Kindern. Sie sagen, zwei Stück gewinnen und eine Kinder auch kommen. Aber wir drei Kinder haben, weil Sie bei Kindergarten drinnen, nein, drinnen Ja. anmelden. Okay? Okay. Ja? Das hat aber nichts mit Ihren Kindern zu tun, Ja, aber Sie Herr sagen Solinder. bei Jackpot und Kinder. Na, das ist ja immer ein Jackpot. Ja, darum fragen. Brauche Sie, weil Nein. wir alle drei Kinder anmelden. Soll ich Sie Name von meiner Tochter geben? Nein, nein, das hat nichts mit Ihren Kindern zu Sie tun. keine Platz mehr für meine Tochter haben? Aber dann kann meine Frau gar nicht Das, arbeiten. ich bin noch nicht vom Kindergarten, Herr Selinder. Wo Sie anrufen? Die ganze Zeit Vom, denken Kindergarten. nein, ich bin vom Gewinnspielservice. Sie Ja, können hier spielen, praktisch. spiele Schmetterlinge-Gruppen. Bei meiner Sohn Panjit und bei meiner Sohn Rajesh bei Schmetterling-Gruppe drinnen. Aber meine Tochter noch keine Einladung bekommen, weil die auch bei Kindergarten reingehen, ja? Ja. Ja, können Sie Namen schreiben? Ist Das hat nichts mit Ihren Kindern zu tun. ich bei Sie heute sehr viel gelernt. Den fängt an mit Rabe, wie die Vogel. Dann der Zeppelin, der was bei Himmel dran oben fliegen, okay? Dann ein Eulen, ein habe ich, Herr ja, ich Selinder, mir große Mühe geben, ja, mir warten leid, Sie, warten Sie, warten Sie. Das ja. hat nichts. Das hat nichts mit Ihren Kindern zu tun. Ja, Sie aber machen bei einem Contest mit. Contest, okay. Genau. Do you speak the English? Little bit. Okay, so what is this contest about? My children, they put in picture to win the prize, right? This is a play for cash. Cash? Is Genau. this like a Staatsbürgerschaft Lottery? Ähnlich. Das ist ähnlich. Oh, okay, und wir dann, Ich weil wir habe die. Antrag reinschreiben, ja? Warten Sie einen kleinen Ja. Moment. Ich habe Sie registriert und Sie bekommen Post. Posting, ja? Also ein Ja. Instagram oder Facebook. Wo soll ich Comment machen? Für Gewinnspiel machen? Per Letter. Oh, okay. Das kommt per Letter. Das kommt mit Letter bei Ihrer Genau. Briefkasten oder was? Genau. Okay. Aber ich nicht die Adresse haben. Okay. Herr Solinder, einen schönen Tag wünsche ich Wenn Ihnen meiner noch. Frau nachher Kinder abholen, soll den Letter mitbringen? Nein, das hat nichts mit Not Children. No, my wife, my Frau by you coming und reinschmeißen doing, okay? Ja, okay. Das ist sehr gut.
Und dann können wir bei wann kann mein Doktor bei Sie kommen? Denn auch, weil der ist noch sehr jung mitlein. Kann man der schon bei 8 Uhr bringen oder erst bei 9 Uhr drei Ziege? Das sehen wir dann. Noch einmal? Das kann ich nicht entscheiden. Kann ich dann mit der Kindergartenchef bitte reden? Genau. Ja? Können Sie eine Gebindung machen? Ich bin noch nicht vom Kindergarten. Ja, dann bitte bei Telefon bei Chef reingeben, ja, wenn Sie noch bei Ausbildung. Ich dann gerne mit Chef reden. Aber Sie sehr nette Azubi, okay? Ich sehr gute Comment machen. Schauen Sie nach der Telefonnummer im Internet und dann rufen Sie da direkt an. Ich habe keine Telefonnummer von dort. Ja, aber wir Telefon machen. Sie Telefonnummer haben. Nicht bei Gott angerufen oder der heilige Kuh. Ich habe keine Telefonnummer. Ja, aber wir telefonieren oder Sie bei Telekinesis machen. Ich bin noch nicht vom Kindergarten. Ja, aber wer dann? Sie müssen noch mal neu anrufen beim Kindergarten. Ja, Herr Sulinder. Soll ich Sie mein Sozialpsycholog geben? Der kann Translation machen. Was kann er machen? Warte mal. Hallo, da ist Hitzler Marianne von der Ausländerbehörde. Was ist denn das Problem? Kann ich helfen? Herr Sulinder versteht mich leider nicht, dass er im Kindergarten das selber anrufen muss. Ja, wir haben jetzt schon vor 4 Wochen die Unterlagen nachgeschickt für seine Tochter. Die muss betreut werden, sonst kann seine Frau nicht arbeiten gehen. Ich verstehe ja, dass das gerade alles zu viel ist für die paar Leute bei Ihnen. Aber es muss ja auch irgendwann einmal klappen. Oder dass wir zumindest eine Absage kriegen, dass wir den nächsten Kindergarten anrufen können. Hallo? Es ist nicht best gemeint, aber wir wissen auch nicht mehr, wo wir die ganze Kinder nachstecken sollen. Sie sind aber nicht im Kindergarten auf der Nummer, die Sie hier anrufen. Das versteht Herr Sulinder. Ah, wo bin ich denn da gelandet? Beim Gewinnspielservice. Hat er was gewonnen? Wenn er Glück hat, ja. Und dafür habe ich ihn registriert, das kriegt er per Post und ich wollte ihm nur einen schönen Tag noch wünschen. Soll ich mir das mal erzählen? Was hat er denn gewonnen? Er hat es gar nicht verstanden, hat der alte Bock. Das bekommt er alles per Post. Steht's auf Indisch geschrieben? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Er kann das doch gar nicht verstehen, was du ihm schreibst.